Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 101, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten, Frauen leben Freiheit mit der Drucksache 20-9359. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Ulert für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Iran findet nach 43 Jahren, nach Jahrzehnten der Unterdrückung und Repressalien gegen das eigene Volk wieder eine Revolution statt. Die Menschen, die auch heute wieder zu Tausenden in Teheran und in anderen Städten im Iran auf den Straßen standen und Azadi rufen, nach Freiheit sich sehnen, tun das für Werte, die wir hier in Europa teilen. Es findet gerade eine Revolution für Freiheit, für Gleichberechtigung und Menschenrechte statt. Werte, die viele von uns hier in Europa und Deutschland als völlig selbstverständlich wahrnehmen. Werte, die alle, die hier sitzen, nicht erkämpfen mussten, sondern wir haben sie hier in Deutschland von unseren Vorvätern in die Wiege gelegt bekommen. Und Müttern. Auslöser für die Proteste im Iran war die Ermordung von Jina Mahsa Amini. Es war Mord. Und deswegen reden wir auch davon, meine Damen und Herren, denn es ist mehr als die Tötung einer jungen Frau, eine 22-Jährige, die das ganze Leben noch vor sich hatte und nur deshalb starb, weil sie das Kopftuch nicht im Sinne eines Regimes trug. Dieses Regime hat sich schuldig gemacht. Und nicht nur in diesem Fall. Trotz deren Falschmeldungen, trotz derer Zensur bleibt es dabei, es klebt Blut an ihren Händen. Ich danke daher meiner Fraktion, dass das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Und ich danke der CDU, den Grünen und der FDP, dass wir hieraus einen gemeinsamen Antrag gemacht haben. Wir unterstützen die friedlichen Proteste hier in Hessen. Wir erklären uns solidarisch mit den protestierenden Menschen im Iran. Es sind mutige Frauen, gefolgt von Männern, ja und Kindern, die bereit sind, alles zu tun für Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenwürde. Das iranische Volk glaubt nämlich an diese Werte. Und lassen Sie uns all diesen Menschen die Kraft schenken, die sie verdient haben, denn sie treten gerade unter Einsatz ihrer persönlichen Freiheit, ihrer körperlichen Unversehrtheit, ja und ihres Lebens ein für diese Werte. Ich habe eine junge Frau gefragt, die selbst jahrelang im Iran gelebt hat und all die furchtbaren Dinge erlebt hat, auch die Unterdrückung der Frauen. Ich habe sie gefragt, was soll ich heute hier sagen, in deinem Namen und im Namen der Frauen im Iran? Es fiel ihr schwer, mir Punkte zu nennen, weil sie gesagt hat, das Unrecht ist so unermesslich groß, das lässt sich nicht auf wenige Punkte zusammenfassen. Sag die Dinge, die vielleicht jemand in Deutschland nicht weiß. Man kann nicht einfach ins Krankenhaus gehen, denn da werden die Personalien festgenommen und dann wird man später festgenommen. Sagt den Menschen hier, dass man tagelang nichts hört von denen, die im Gefängnis sitzen und man Angst hat, ob sie überhaupt noch leben. Und sag ihnen, dass wir hier für Dinge festgenommen werden, die Kleinigkeiten sind. Die kleine Sympathiebekundung mit den Protestierenden führt schon dazu, dass man im Gefängnis landet. Und dass es oft Schulkinder sind, die in Waffen schauen müssen. Das ist die Situation im Iran. Und ich müsste noch vieles hier erwähnen aus ihrer Sicht. Und sie hat all das mir gesagt, in der Sorge mit ihren Familienangehörigen und ihren Freunden, die jetzt gerade da sind, mittendrin. So wie sie stehen viele Frauen und andere Männer hier zusammen in den Straßen in Hessen. Sie zeigen, dass das so nicht weitergehen kann. Sie sind zwischen Entschlossenheit und Verzweiflung, sie sind zwischen Hoffnung und Sorgen. Ich kann all diesen Menschen, die hier diese Signale setzen, nur zurufen, bitte bleibt das Sprachrohr für die Menschen im Iran, bleibt auf den Straßen und haltet durch. Wir hier im Landtag verurteilen das brutale Vorgehen. Mehr als 100 Menschen wurden seit Beginn dieser staatlichen Gewalt umgebracht. Mehr als 1000 sind in den Gefängnissen gelandet. Stellen Sie sich einfach einen Moment mal vor, dass es Ihre Frau, Ihre Partnerin, Ihre Tochter oder Ihre Schwester ist.
Doch was können wir hier tun, hier in Deutschland und in Hessen? Wir sind jedenfalls gegen jegliche Verhandlungen mit einem Regime, welches das eigene Volk belügt, schlägt und ermordet. Wir sind für Sanktionen. Die müssen her. Wir sind dafür, dass es einen sofortigen Abschiebestopp geben muss und eine Neubewertung der Lage im Iran. Meine Damen und Herren, ich bin wirklich dankbar, dass Länder wie NRW und Schleswig-Holstein der Aufforderung von Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin, gefolgt sind und eben auf Landesebene eigenständig einen Abschiebestopp festgesetzt haben. Und ja, sie haben das gemacht, was der Innenminister Beuth in Hessen noch immer noch nicht verstanden hat. Es ist keine Einbahnstraße, wenn wir über Föderalismus reden. Und wir begrüßen natürlich trotzdem, dass die Bundesregierung sehr deutlich gemacht hat, dass es auch einen bundesweiten Abschiebestopp geben muss. Das heißt, es muss klare Signale von allen Seiten geben, meine Damen und Herren, von allen Seiten. Und ich komme zum Schluss. Und wir rufen den Protestierenden zu. Wir sehen, was geschieht. Wir sind an eurer Seite. Und bitte erlauben Sie mir eine allerletzte persönliche Anmerkung. Sie merken es mir wahrscheinlich schon an, dass mir das Thema nahe geht. Meine Mutter ist als junge Frau vor 43 Jahren selbst aus dem Iran raus. Und bevor der dunkle Schleier sich über das Land gelegt hat, sie wusste zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht, dass irgendwann mal ihr Sohn an einem Mikrofon, an einem frei gewählten Parlament stehen kann und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sich einsetzen kann. Und, meine Damen und Herren, mit Ihnen gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Azadi, die Freiheit im Iran, sich aussprechen darf. Dafür bin ich meiner Mutter sehr dankbar, Merci Maman. Und ich danke Ihnen allen, dass wir das heute machen. Danke. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Ulert. Für die Fraktion der CDU hat jetzt die Abgeordnete Klaus das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Hessen gibt es am Wochenende viele Feste. Die Clubs haben geöffnet. Junge Menschen feiern, tanzen, flirten. Das ist gut so, aber leider ist das nicht selbstverständlich überall auf der Welt. Furchtbar ist die Lage im Iran. Alleine das Nichtverhüllen des Haares kann für Frauen im Iran zum Tode führen. Seit dem 16. September, dem Todestag von Jina Mahsa Amini, gehen im Iran Tag für Tag Tausende auf die Straße. Die 22-jährige Kurdin war von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht regelgerecht getragen habe. Das Regime behauptet, sie sei während der Haft ins Koma gefallen und im Krankenhaus verstorben. In der iranischen Kultur wird das Haar, seit 1979 der Schah gestürzt wurde und die Mullahs das Regime eines islamischen Gottesstaates aufgebaut haben, verhüllt, damit es nicht verführt. Über sein Haar jedoch selbst zu bestimmen, das ist das Symbol, das gerade in die Welt gesendet wird. Frauen demonstrieren damit, dass sie Herren über den eigenen Körper sind. Die iranische Filmemacherin und Fotografin Shiran Nesat beschreibt es so: Die Regierung hat den Körper von Frauen schon lange als Schlachtfeld für ihre religiöse und ideologische Rhetorik missbraucht. Kurzum, offene und lange Haare gelten in der konservativen islamischen Lehre als verführerisch und sind alleine dem Mann vorbehalten. Nun sind es im Iran die jungen Frauen und Mädchen, die aufbegehren. An den Protesten reißen sie die Kopftücher ab und schleudern sie den Sicherheitskräften entgegen und rufen, so wie im Antrag formuliert, Frau, Leben, Freiheit. Doch in der Islamischen Republik besteht der einzig erlaubte Ausdruck von Freude in der Öffentlichkeit darin, über die islamische Revolution zu jubeln.
Also tummeln sich die jungen Frauen auf TikTok, Instagram und YouTube-Kanälen. In einem Bericht aus der NZZ vom 8.10. ist die Geschichte von Sarina Esmaizadeh zu lesen. Sie hatte einen YouTube-Kanal. Darin sprach sie über Freiheit, Ernährung, sang einmal lasziv mit einem Eis in der Hand über Reinkarnation. Sie spielte in der gemischgeschlechtlichen Gruppe Volleyball. Und in ihrem Auto saß sie mit der kleinen Schwester und sang laut zu einem Lied »Take me to church«. Am 23. September verließ die junge Frau das Haus, um sich in ihrer Heimatstadt Karach nahe Teheran an den Protesten gegen den Tod von Mahsa Amini zu beteiligen und für ein Ende des Kopftuchzwangs einzustehen. Sie kehrte nicht mehr lebend nach Hause. Nach Angaben von Amnesty International schlugen die Sicherheitskräfte das Mädchen so schwer mit Schlagstöcken auf den Kopf, dass sie an den Verletzungen starb. Meine Damen und Herren, im Iran sterben Frauen für Freiheit. Mittlerweile sind es 100 Getötete und 1000 Verhaftete. Der Mut dieser Frauen ist beachtlich, und dieser Mut verdient unseren Respekt. Der Protest der Frauen im Iran ist absolut berechtigt, denn religiös motivierte Diskriminierung von Frauen sind in der iranischen Verfassung festgelegt. So werden Frauen im Iran bereits mit 9 Jahren nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt, Männer erst mit 15 Jahren. Weibliche Zeugenaussagen vor Gericht zählen nur halb so viel wie die Aussage von Männern. Frauenrechtlerinnen, die sich gegen den diskriminierenden Kopftuchzwang engagieren, werden mit Peitschenhieben bestraft. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung muss alles unternehmen, um den Frauen im Iran politisch und auf diplomatischem Wege zu helfen. Die bisherigen Äußerungen der Bundesregierung waren daher zu dünn an dieser Stelle und entsprechen nicht den selbstgesteckten Ansprüchen gegenüber Frauenrechten. Wer feministische Außenpolitik ernst nimmt, muss den mutigen Frauen im Iran jede Unterstützung zuteilwerden lassen. Dazu gehören deutliche Worte gegenüber der Führung in Teheran und Sanktionen gegenüber denjenigen Personen, die den Tod zu verantworten haben. Das Regime muss die Härte der internationalen Gemeinschaft spüren. Deswegen darf nirgendwo das Kopftuch auch zum religiösen Zwang und zur Diskriminierung werden. Lassen Sie uns gemeinsam die gewaltsame Niederschlagung der Proteste verurteilen. Lassen Sie uns gemeinsam den Frauen im Iran Respekt zollen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Klaus. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt die Abg. Knell das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gestern war der Internationale Mädchentag. Und wie wahrscheinlich viele von Ihnen habe ich gestern ganz besonders an die Mädchen und Frauen im Iran gedacht und an ihren Mut, ihre Stimmen zu erheben. Ich habe auch an die ganz besonders gedacht, die inhaftiert sind, denen man mit Todesstrafe oder Vergewaltigung droht. Die Proteste im Iran wurden durch die Mädchen und jungen Frauen begonnen, und sie führen sie bis heute an. Anlass, wir haben es ja jetzt schon mehrfach gehört. Anlass war der Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini vor 3 Wochen. Sie wurde von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie das islamische Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen habe. Nach ihrer Festnahme starb Amini unter ungeklärten Umständen. Auf ihrem Grabstein, den die Eltern haben machen lassen, steht: Du bist nicht gestorben, dein Name ist ein Aufruf geworden. Und diesem Aufruf folgen zum Glück viele. Inzwischen geht es mich nicht mehr nur um die Unterdrückung der Frauen und die Kopftuchpflicht. Es geht um das Ende der Islamischen Republik. Und längst sind nicht mehr nur die Mädchen und junge Frauen auf den Straßen. Es sind Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, aus unterschiedlichen Ethnien und unterschiedlicher Religionen. Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Und sie protestieren seit mehr als 3 Wochen und riskieren damit ihr Leben. Und sie sind auf sich allein gestellt gegen ein brutales Regime. Sie kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Was wir sehen, das ist eine Revolution.
Und deshalb fordern wir auch als Freie Demokraten ein selbstbewusstes und entschlossenes Auftreten der EU und Deutschlands gegenüber dem Iran. Denn es sind die Werte, auf denen sich unsere europäische Staatengemeinschaft gründet, für welche die iranische Bevölkerung gerade von der eigenen Führung abgeschlachtet wird. Das muss man ja wirklich auch so drastisch sagen. Die jüngsten Ereignisse und die massiven Verstöße gegen fundamentale Freiheitsrechte durch das patriarchale und islamistische Mullah-Regime im Iran bedürfen einer Reaktion. Was fordern wir als Freie Demokraten konkret? Erstens müssen die europäischen Staaten der iranischen Zivilbevölkerung uneingeschränkte Unterstützung zuteilwerden lassen. Ich spreche hier vor allem auch über das Ende der Presse- und Internetzensur. Zweitens muss die EU schnellstens schlagkräftige Sanktionen verabschieden, die zielgerichtet auch die iranische Oligarchie treffen. Es kann nicht sein, dass Mitglieder der Sittenpolizei, Angehörige der Revolutionswächter und andere Regimetreue die schwerste Menschenrechtsverletzung verantworten, gleichzeitig jegliche Vorzüge der Freiheit in Europa genießen können. Denkt hier an Visasperren und das Einfrieren von Vermögen in Europa. Als Landtag unterstützen wir daher die Bemühungen der Bundesregierung, auf EU-Ebene Sanktionen gegen die Verantwortlichen im Iran zu verhängen, ausdrücklich. Und kurzfristig müssen wir auch die Lage im Iran vor dem Hintergrund von anstehenden Abschiebungen neu bewerten. Wir müssen jedoch auch grundlegend unsere Iran-Strategie überdenken. Im Iran sind 70% der Bevölkerung jünger als 30 Jahre. Das ist ein ungeheures Potenzial. Und durch die Sanktionen hat auch vor allem die einfache Bevölkerung in den letzten Jahren enorm gelitten. Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal. Doch die Menschen wünschen sich, das können wir sehen, einen Regimewechsel. Und wer, wenn nicht wir, müssen der iranischen Gesellschaft zeigen, dass wir sie sehen und solidarisch sind? Als Freie Demokraten stehen wir an der Seite jedes einzelnen Menschen, der von einem Regime unterdrückt wird und sich nach Freiheit sehnt. Wir stehen für eine Welt, in der jeder Mensch friedlich protestieren kann. Für eine Welt der Menschenrechte, für eine Welt, in der Frauen frei und sicher sind. Wir stehen an Ihrer Seite in Ihrem Kampf um Freiheit. Danke. Vielen Dank, Frau Abg. Knell. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abg. Richter das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Tod der jungen Frau im Iran wird von allen hier im Haus bedauert. Und wir müssen dies zum Anlass nehmen, das Regime im Iran massiv zu kritisieren und den Demonstranten Rückhalt zu geben, die sich gegen das Mullah-Regime dort wehren. Sie müssen diesen furchtbaren Tod allerdings auch zum Anlass nehmen, sich selbst zu reflektieren und die Politik unseres Landes auf den Prüfstand zu stellen. Sie schauen zu wenig hin, wie es in unserem eigenen Land eigentlich um religiöse Eiferer bestellt ist, die genau dorthin wollen, was seitens des Mullah-Regimes der iranischen Bevölkerung angetan wird. Eine Anfrage der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat ergeben, dass 8.000 Frauen in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren eine versuchte oder vollendete Tötung durchlitten haben. In Deutschland. Das, meine Damen und Herren, ist religiös motiviert und muss ebenso angesprochen werden wie die entsetzlichen Taten im Iran. Gerade für geflohene Opfer, die bei uns Sicherheit suchen, gilt, es fliehen eben nicht nur Opfer vor Krieg und Terror, sondern leider fliehen auch Täter. Und das wird von Ihnen seit 2015 ignoriert. Zum Teil wurden in den Erstaufnahmeeinrichtungen sogar Täter und Opfer zusammen untergebracht. Schwerste Taten wurden verheimlicht, das Personal zum Stillschweigen verpflichtet und viele Täter schlicht einfach nur von einer Erstaufnahmeeinrichtung in eine andere Erstaufnahmeeinrichtung verbracht. Das alles unter Ihrer Verantwortung. Sie beklagen zu Recht die schrecklichen Taten der Sittenpolizei im Iran. Frau Amini wurde zu Tode geprügelt, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen hat. Für viele Frauen im Iran ist das Kopftuch verhasst, während viele hier in Deutschland von Deutschen dieser Zwang zum Kopftuch dann doch zu liberal und zu tolerant gesehen wird. Dabei
ist das Kopftuch Zeichen einer Unterdrückung. Und genau an diesem Punkt muss von uns allen klargestellt werden, wir akzeptieren es in unserer Gesellschaft nicht, immer mehr religiösen Fundamentalisten nachzugeben und unter falsch verstandener Toleranz einer Unterdrückung von Frauen Vorschub zu leisten. Wir als Alternative für Deutschland stehen hinter dem, was in unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten an Frauenrechten erkämpft wurde. Und dieses Recht steht nicht zur Disposition, sondern muss verteidigt werden. Das bedeutet aber auch, Sie können da noch so viel aufschreien, Sie verschließen aber bei Kriminalität an Frauen hier im Land die Augen. Da schreien Sie nicht auf. Das bedeutet aber auch, dass wir in Hessen die Opfer religiös motivierter Gewalt vermehrt ansprechen müssen und es nicht als rechts gelten darf, wenn man dagegen zu Recht demonstriert. Bezüglich des Iran sind Sie jetzt hier sehr, sehr laut, meine Damen und Herren. Seien Sie es doch bitte auch bei Opfern von Gewaltkriminalität in unserem Land durch Migranten, welche hier bei uns ausleben möchten, wovor Millionen Menschen aus ihren Heimatländern flüchten müssen. Schauen Sie auch genau hin, mit wem Sie alle Geschäfte betreiben, ohne dass Sie auch nur ansatzweise Frauen- und Menschenrechte ansprechen. So ist es ja sogar die Ampelregierung, welche Waffen nach Saudi-Arabien liefert. Zuvor war dabei auch die CDU dabei beteiligt. Auch dort werden Menschen unterdrückt. Auch dort gelten Frauenrechte schlicht nichts. Blicken wir nach Katar. Dort sind Menschenrechte nicht angesprochen worden, sondern da verneigt sich der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und wirft sich buchstäblich in den Staub vor dem Minister für Handel und Industrie von Katar. Dieses Bild von Robert Habeck ist symbolisch für die heuchlerische Politik der Regierung hier bei uns in Deutschland. Das alles, während Sie deswegen hier bereits im Parlament vor Wut aufschreien, wenn wir als AfD auch nur ansatzweise es wagen, die Familie mit Mann und Frau als Keimzelle der Gesellschaft zu bezeichnen. Meine Damen und Herren, Ihnen geht es gar nicht um Menschen. Es geht Ihnen einzig und allein um Ihre eigene moralische Erhöhung. Und uns und die Bürger dieses Landes stößt das sehr ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Abgeordnete Feldmeier das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Frauen leben Freiheit. Das ist der Ruf der mutigen Frauen, Mädchen und Männer im Iran, die gegen die systematische Verletzung von Frauen- und Menschenrechten zu Tausenden auf die Straße gehen. Der Tod von Jina Mahsa Amini nach Polizeigewahrsam, die Gewalt, die sexualisierte Gewalt, die systematische Diskriminierung von Frauen, aber auch die Diskriminierung von Menschen der LGBTIQ-Community. All das wollen die mutigen Frauen und Männer im Iran nicht länger hinnehmen. Und mit dem gemeinsamen Antrag, für den ich mich ausdrücklich auch bei den Kolleginnen von CDU, SPD und FDP bedanken will, sendet der Landtag ein starkes Zeichen an die Menschen, die für ihre Rechte auf die Straße gehen im Iran. Er sendet aber auch ein Zeichen der Solidarität an die in Hessen lebenden Menschen iranischer Herkunft. Wir sehen und teilen ihre Sorge um ihre Angehörigen, um ihre Freundinnen, um ihre Leute in ihrer Heimat. Ihr seid nicht alleine. Und wir bedanken uns bei all denen, die hier in unseren Städten zu Demonstrationen aufrufen und sich solidarisch mit den Menschen im Iran zeigen, die es nicht hinnehmen, wenn Frauenrechte mit Fäusten, Wasserwerfern, Schüssen und sexualisierter Gewalt unterdrückt werden. Und besonders bedanken möchte ich mich bei denen, die da am meisten riskieren. Das sind die Exil-Iranerinnen, die das machen, die das organisieren. Sie zeigen dort Gesicht und sie haben die große Gefahr, dass sie nie mehr in den Iran zurückkehren können unter diesen Umständen. Deswegen vielen Dank, dass Sie es machen, dass Sie diesen Mut haben. Wenn Frauen und Mädchen verprügelt, vergewaltigt, geschlagen werden, weil sie ihr Kopftuch nicht tragen, weil sie der Kleiderordnung
der sogenannten Sittenpolizei nicht nachkommen, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion zu tun. Das ist einfach ein Verbrechen. Hier wird Religion missbraucht, um Verbrechen zu legitimieren. Und Herr Richter, wenn wir schon bei dem Thema Heucheln sind, also eine Partei, deren Frauenbild im letzten Jahrhundert, Anfang oder Mitte des letzten Jahrhunderts ungefähr positioniert ist, sich dann darüber aufzuregen, dass es eine Regierung gibt, die ein Frauenbild wie aus dem Mittelalter hat. Das ist zutiefst natürlich falsch. Aber dass Sie sich ausgerechnet hinstellen und das kritisieren, das ist wirklich geheuchelt. Eine Regierung, die ihre eigene Bevölkerung niederknüppelt, ist eine schwache Regierung. Es ist eine Regierung, die Angst hat vor der eigenen Bevölkerung. Sie haben keine Argumente, sie haben nur Gewalt. Sie haben Angst vor Frauen, die ihre Haare zeigen. Sie haben Angst vor jungen Leuten, die Musik hören. Sie haben Angst vor Menschen, die sich auf der Straße küssen. Das ist eine schwache Regierung. Aber diese Regierung ist gefährlich. Sie terrorisiert die eigenen Landsleute und sie bedroht Israel. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Und deshalb ist es ausdrücklich richtig, dass die Bundesregierung dafür sorgen will, dass die EU Sanktionen gegen den Iran verhängt. Es muss eine Antwort der Staatengemeinschaft auf diese Verbrechen geben, meine Damen und Herren. Und wir bitten die Landesregierung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, damit der Tod von Mahsa Amini und der Tod von vielen anderen Menschen bei den Protesten vor dem UN-Menschenrechtsrat aufgeklärt wird. Niemand ist frei in einem Land, wo Frauenrechte systematisch unterdrückt werden. Es geht nicht nur um den Zwang bei der sogenannten Kleiderordnung. Es geht darum, dass Frauen überall im Iran benachteiligt sind. Im Erbrecht, im Sorgerecht, bei allen Angelegenheiten sind sie benachteiligt. Ein Land, in dem Frauen nicht frei sind, in dem Lesben, Schwule und Transgender verfolgt werden, ist nicht frei. Niemand ist dort frei. Und deshalb gibt der Mut der Menschen, die dort protestieren, Hoffnung mit diesen Worten. Frauen leben Freiheit. Denn Frauen leben Freiheit, lassen sich auf die Dauer nicht niederknüppeln. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Feldmayer. Für die Fraktion der Linken hat jetzt die Abgeordnete Kühler das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit Wochen demonstrieren im Iran Bürgerinnen und Bürger, allen voran sehr mutige Frauen und Mädchen, gegen das theokratische Regime des Landes. Sie gehen auf die Straße gegen die Repressionen der Ayatollahs, gegen Brutalität der Sittenwächter für ihre Freiheit und Menschenrechte. Die Ermordung der Kurdin Jina Mahsa Amini hat zu landesweiten Protesten geführt, die blutig niedergeschlagen wurden. Mindestens 76 Tote und über 1.500 Verhaftungen gibt es schon. Und diese brutale Staatsgewalt verurteilen wir aufs Schärfste und solidarisieren uns mit allen Menschen im Iran, aber auch weltweit und hier in Hessen, die gegen diese Unterdrückung auf die Straße gehen. Es ist nicht das erste Mal, dass junge Menschen gegen das iranische Regime aufbegehren. Ich erinnere an die iranischen Studentenproteste im Juli 1999, die blutig niedergeschlagen wurden. Und nach der iranischen Präsidentschaftswahl am 12. Juni 2009 gab es in Teheran und anderen größeren Städten der Islamischen Republik öffentlich Proteste und Demonstrationen gegen das amtlich bekannt gegebene Wahlergebnis, das dem bisherigen Amtsinhaber die absolute Stimmmehrheit einräumte. Diese Proteste sind als grüne Bewegung bekannt, sind aber letztlich gescheitert. Jetzt wehren sich vor allen Dingen junge Frauen gegen ihre Unfreiheit und Unterdrückung, und ihre Wut trifft den Kern der Islamischen Republik, die islamischen Sittenregeln und ihre Durchsetzung mittels brutaler Mittel. Nachdem zu Beginn vor allem Studierende, Schülerinnen und Schüler und Menschen aus den kurdischen Gebieten im Norden des Landes die Proteste angetrieben haben, gibt es jetzt Anzeichen, dass die Protestbewegung stärker in die Breite der Gesellschaft wächst. Und jetzt gilt es auch in Hessen, nicht nur Lippenbekenntnisse abzugeben, sondern auch zu handeln. Es muss einen unverzüglichen Abschiebestopp in den Iran durch den hessischen Innenminister geben. Dieser ist schon längst überfällig, meine Damen und Herren.
Wir als LINKE haben Abschiebungen in Krisen- und Kriegsgebiete auch in den Iran immer abgelehnt. Aber Schwarz-Grün hat selbst in diesem Jahr noch in den Iran abgeschoben. Zum Beispiel die Familie Galeandlo aus Büdingen, darunter die 13-jährige Tochter Yasaman. Sie war mit einer Freundin, die sie lange nicht gesehen hatte, zum Mittagessen verabredet. Die beiden Mädchen saßen redend in ihrem Zimmer, als es an der Tür klingelte. 4 Polizisten waren gekommen, um die Familie zum Flughafen zu bringen. Diese 13-Jährige ist jetzt in Teheran, weil sie sie abgeschoben haben. Es ist jetzt richtig, einen Abschiebestopp zu beschließen, aber er hätte schon seit Jahren beschlossen werden müssen. Und es ist auch richtig, jetzt die Protestierenden im Iran zu unterstützen. Nicht richtig ist es aber, meiner Meinung nach, gleichzeitig zur Unterdrückung und Unfreiheit in anderen Ländern zu schweigen, vor allem, wenn es um Länder geht, mit denen man wirtschaftliche Beziehungen und verteidigungspolitische Allianzen pflegt. Ich frage mich schon, warum gibt es eigentlich keine Forderungen nach Sanktionen oder unabhängigen Untersuchungen zu Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien? Stattdessen gibt es neue Gasdeals und Waffenlieferungen an diesen Staat, der Kriegspartei im Jemen ist. Wo sind Sanktionsforderungen für die USA, die völkerrechtswidrige Drohnenangriffe in Pakistan und Afghanistan durchführt, und zwar von deutschem Boden aus? Und wo sind die Forderungen nach schärferen Sanktionen gegen den NATO-Partner Türkei, der systematisch Menschenrechte schleift? Statt einem Einsatz gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei wird mit dem Abkommen zum NATO-Beitritt von Schweden und Finnland der Kotau vor dem Autokraten Erdogan gemacht. Er hat sich durchgesetzt. Die Leidtragenden sind die Menschen in den kurdischen Gebieten und Oppositionelle. Waffenexporte an die Türkei werden erleichtert und politisch Verfolgte ausgeliefert. Ich finde das doppelzüngig, meine Damen und Herren. Und wer Maßnahmen gegen einen Autokraten fordert, aber nützliche andere Autokratien stützt, der macht sich unglaubwürdig. Ich darf zum Schluss auch daran erinnern, dass die Bundesrepublik den Iran unter der Herrschaft der Schahs in den 1970er Jahren massiv mit Waffen, ja ganzen Waffenfabriken unterstützt hat. Und auch mit dem Mullah-Regime wurden jahrzehntelang florierende Geschäfte gemacht. Ich sage mal gut, dass Sie sich jetzt mit den Demonstrierenden im Iran solidarisieren, als Viererkoalition hier in dieser Konstellation. Aber ob sich grundsätzlich etwas an der deutschen und bundesdeutschen Außenpolitik ändern wird, das wage ich angesichts der jüngsten Deals mit Saudi-Arabien und weiteren Waffenlieferungen und Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete doch leider sehr zu bezweifeln. Vielen Dank, Frau Abg. Kula. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung begrüßt den Antrag von CDU, Grünen, SPD und FDP. Es muss das Selbstverständnis eines jeden demokratischen Parlaments sein, die Staatsverbrechen eines menschenverachtenden Regimes auch als das zu benennen, was sie sind. Gerade in Zeiten der weltweiten Krisen und der Furcht vieler vor einem schwindenden gesellschaftlichen Konsens bei uns in Europa sind angesichts eines offenkundigen Unrechtsbekenntnisse zu Freiheit, Toleranz, Frieden, Gleichberechtigung und Demokratie umso wichtiger. Hier stehen die Demokraten im Hessischen Landtag zusammen. Was sich in dem Antrag ausdrückt, das ist sehr wertvoll, meine Damen und Herren. Alle müssen etwas tun, und alle wollen etwas tun. Dennoch ist es für die Länder, für die Bundesländer natürlich entscheidend, was vor allem auf der Ebene des Bundes passiert, der für die auswärtigen Beziehungen zuständig ist. Was den Umgang mit Abschiebungen, Herr Ullert und Frau Kulert, in den Iran angeht, kann ich nur sagen, dass die Länder zunächst ein Zeichen vom Bund erhalten müssen. Die Aufforderung der Bundesinnenministerin, Herr Ullert, für einen bundesweiten Stopp von Abschiebungen in den Iran am 6. Oktober hat zwar medial Anklang gefunden, war in der Sache jedoch, um es vorsichtig zu sagen, daneben. Wie der vorliegende Antrag klarmacht, muss für eine seriöse Entscheidung der Länder zunächst einmal der Bund seine Aufgaben erfüllen, bevor die Länder in die Pflicht nimmt. Das gilt für die Frage der Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Das gilt für ein fundiertes Lagebild. Und, meine Damen und Herren, das gilt schließlich auch für die tatsächliche Beteiligung an entsprechenden Abschiebungen. So wurde auch die Aussetzung von Abschiebungen nach Afghanistan im Jahr 2021 gehandhabt.
eine Entscheidung der Länder bedurfte es damals und bedarf es heute hierfür nicht. Aber immerhin scheint nach meinem Kenntnisstand so langsam Bewegung in die Sache zu kommen. Das Bundesinnenministerium hat heute mitgeteilt, dass es seine eigenen Beteiligungsleistungen an Abschiebungen in den Iran einstellen wolle. Dies betreffe ausdrücklich nicht Abschiebungen von Gefährdern und schweren Straftätern. Diese Abschiebungen würden von der Bundespolizei weiter unterstützt, was ich auch für richtig halte. Damit folgt das BMI, meine Damen und Herren, dem Stimmungsbild in der Innenministerkonferenz. Ein aktuelles Lagebild liegt indes immer noch nicht vor. Wir werden uns weiterhin auf der Ebene der Innenministerkonferenz bei diesem wichtigen Thema einbringen. Denn das ist der Ort, um grundlegende Fragen im Kanon der Länder und im Schulterschluss mit dem Bund sachlich zu diskutieren und zu bewerten. Bis zur nächsten Sitzung Ende November sind seitens des Landes Hessens ohnehin keine Abschiebung iranischer Staatsbürger geplant. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es gesagt, dieser Antrag ist sehr wertvoll. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wird die Hessische Landesregierung gegen Menschenrechtsverletzungen protestieren und sich im Sinne des gemeinsamen Antrages einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Die Fraktion Die Linke hat beantragt, die Absätze 1 bis 4 zusammen abzustimmen, 5 extra und 6 auch extra. Nur die 5 raus. Gut. Dann würde ich jetzt als erstes über die Absätze 1 bis 4 und 6 abstimmen des Antrags mit der Drucksachennummer 20935. Wem den Punkten seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Moment, Entschuldigung. Erst noch ein Antrag zur Geschäftsordnung. Ich bitte, jeden Punkt abzustimmen. Dann machen wir das. Dann stimmen wir jeden Punkt extra ab. Dann stimmen wir jetzt über Absatz 1 des Antrags mit der Drucksache 20-9359 ab. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, Bündnis 90 die Grünen, der CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist Absatz 1 angenommen. Jetzt stimmen wir über Absatz 2 ab. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion Die Linke, der SPD, die Bündnis 90 die Grünen, der CDU, der fraktionslose Kahnt, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Damit hat auch dieser seine Zustimmung gefunden. Wer den Absatz 3 zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, Bündnis 90 die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten und dem fraktionslosen Abgeordneten Kahnt. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Damit hat auch der Absatz 3 eine Mehrheit gefunden. Wir stimmen über den Absatz 4 ab. Wer für diesen Absatz ist, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, Bündnis 90 die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist auch Absatz 4 angenommen. Wir kommen zu Absatz 5. Wer Absatz 5 seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD, der Grünen, der CDU, der Freien Demokraten, der fraktionslose Kahnt. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Linken und der AfD. Damit hat auch dieser Absatz seine Mehrheit bekommen. Und jetzt kommen wir zum Absatz 6. Wer diesem Absatz seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, der Bündnis 90 die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten, der Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Gut, damit ist der Antrag insgesamt angenommen.